Halbfinale im Krombacher Niedersachsen-Pokal zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und dem VfB Oldenburg. Jetzt geht es los, Oldenburg in der ersten Hälfte ganz in Weiß, von links nach rechts Delmenhorst, wie gewohnt in Gelb und Blau. Krasnitschi ist der Mann für diesen Freistoß. 27 Jahre alt, in Osnabrück ausgebildet, bringt diesen Ball jetzt in den Strafraum. Delmenhorst klärt nicht, Finale und der Abschluss. Mit Charles, so mit blauen Charles. Ihre Mannschaft supporten jetzt vielleicht mal über die linke Seite. Adili und das Tor. 1:0 für den VfB Oldenburg in der 19. Spielminute. Dann ging es ganz schnell. Oldenburg war die bessere Mannschaft. Oldenburg hat sich Möglichkeiten erarbeitet. Gute Kombination über die linke Seite. Und Wegner ist im Strafraum und steht da, wo ein Stürmer stehen muss. Wiefroth. Touray, vielleicht geht es mal schnell über die rechte Seite. Touray geht am Plautz vorbei und in den Strafraum, spielt den Ball scharf rein. Mielitz. Jetzt als Cheftrainer. Und bei Oldenburg ist Wout Kilic. Und der technische Fehler von Mielitz. Vielleicht gibt es so eine Möglichkeit noch mal Mut. Jetzt hat er die Möglichkeit, seinen Fehler wieder wettzumachen. Und das macht er auch. So kann man mit diesem Fehler rumgehen. 1:1, 43. Spielminute. Mattia Riani mit einer starken Bewegung. Und dann unten rechts rein. Und jetzt ist das Spiel wieder richtig spannend. Ballgewinn im Mittelfeld. Delmos schaltet schnell. Und dann ein Haken. Deurer sieht da nicht ganz so gut aus. Gab bereits einen Wechsel bei Delmhorst. Steffen musste raus. Deurer kam rein und jetzt geht es los in der zweiten Hälfte. Und wieder ein bisschen Platz für Deurer. Der geht in den Strafraum, flankt den Ball scharf in die Mitte und der Abschluss und das Tor für Delmenhorst in der 60. 61. Spielminute. Durch die Nummer 32, Marco Stefandl. Touray, der viel Platz hat auf der rechten Seite. Das Auge für seine Mitspieler. Guter Ball in die Tiefe. Plautz mal wieder zu weit nach vorne gerückt. Dann der Ball scharf in die Mitte gespielt. Wieder viel Platz für Touray gegen. Es ist Deichmann. Bringt den Ball in die Mitte. Oh, Wetter. Was macht er? Spielt zu seinem Kollegen ab. Ja! Oh! 3:1 für Delmenhorst. Das gibt es doch gar nicht. Wieder über die rechte Seite. Wieder kommt der Ball von der Nummer 14 Touray. Und wieder kann Oldenburg das nicht verteidigen. Uweda behält die Ruhe. Setzt seinen Mitspieler in Szene und er schießt und trifft. Wunderbar, keine Chance für Keeper Mielitz. Hier kann man jetzt nur noch ein Ansetzen erkennen. Jindera mit der Flanke auf Wegner. Nochmal der zweite Ball auf Hasenhüttl. Letzten vier Spiele von Beginn an. Jetzt gucken wir auf den Eckball und wieder muss Keeper Wiefroth eingreifen. Gibt es hier oben drauf Stendera und jetzt gibt es hier nochmal den Elfmeter. Der weiß, wie man Elfmeter verwandelt. Auch hier, nein, ans Aluminium. Und der Unparteiische guckt schon auf die Uhr und jetzt ist die Partie vorbei. Delmenhorst macht die Sensation perfekt. Delmenhorst gewinnt gegen Oldenburg nach 93 Spielminuten mit 3:1. Ich wünsche eine gute Restwoche, einen schönen Abend. Bleibt oder werdet sportlich und gesund. Mein Name ist Nord Kersting. Macht es gut.